Und da steht Bang drauf. Boom, bang, bang. Boom, bam, bang. Ich würde es jetzt aus Versehen treffen, ey. Schießerei! Okay, dann nehme ich die Kiste mit. Jeder hat gesagt, wir sollen nicht spielen. Was? Wir sollen nicht spielen? Warum das denn gesagt, nicht? Wir sollen nicht spielen. Ich weiß es nicht. Ach, ich habe keine Munition mehr. Hast du Munition dabei? Die 556? 556 habe ich, ja. 30-6 Explosivmunition. Ich brauche ganz normale Munition. Kannst du auch Explosivmunition nehmen, ist hier in der Mine drin. Ja, muss so losgehen lassen. Alle waren fuchst du. So, ich zieh weiter. Das wird zu gefährlich hier. Ah, ja, Metal Fragments hätte ich gebraucht noch, dann war es wahrscheinlich. Ah, nee, hab ich keinen dabei. Da hängt eine Granate und brennt. Der Fest ist, du stellst dich da nicht so nah dran. Ich kann gegenschlagen. Warte mal. Hier hängt eine Dosenbodengranate. Nee, Kaffeebohnen. So eine Dosengranate so. Die brennt. Ja, ja, die hängt kannst hier du auch sammeln, oder? Nein, mach nein, kann ich nicht. Ich kann Pfeil reinschießen. Nee, das ist ein Fehler. Aber steht Bang drauf. Boom, bang, bang. Boom, bam, bang. Ich sag doch, der Admin erlaubt sich gerade ein paar Witze. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. It's so fantastic. You can brush my hair and take me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Ooh, 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 yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ah, ah. Was machen die da? Sex. So hört sich's an. Ja, wirklich Sex, guck. Muss so ein kleines gleich mal rauskommen. Vielleicht mal vermehren die sich so, und wenn ihr mal ständig da abknallt, dann gibt's halt nicht mehr Tiere. Achso. Es gibt doch im Grunde drei Materialien, die wir brennen müssen, oder? Metal Ore. Dieses Schwefelzeug. Und hochwertiges Metall, oder? Ja. Reicht frei Öfen, ne? Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, aber ich habe sie beide erschossen. Interessant, dass sie stehen geblieben sind. Ich vermute, die stecken ineinander fest gerade. Wer streunt das denn hier rum? Moin. Hallo. Hallo. Moin, Sinten. Moin. Hallo. Wir haben eine Frage. Dürfen wir deinen Pumpjack mit benutzen? Ja, wenn wir ihn gerade nicht im Betrieb haben, könnt ihr den benutzen. Wir wohnen circa eine halbe Minute von dir entfernt. Da drüben. Okay. Also noch geht's, aber wir werden es irgendwann einbauen. Perfekt. Ja, noch geht das. Könntet ihr dann dafür Zugang machen? Wäre das machbar? Muss ich mal gucken, muss ich die miteinander noch absprechen erst. Ich meine, damit ihr das, ja, ich weiß, da müsst ihr, also sozusagen, dass ihr das hier noch extra absperrt, wir holen dann natürlich dann die Materialien dafür und halt so, dass wir dann halt nicht in euer Haus rankommen, nur an den Pumping-Tick, keine Ahnung, wie das Ding sich nennt. Ja, mal gucken, weiß ich nicht. Muss ich halt erst nochmal miteinander absprechen. Die Frage halt, ob sie das. Wir wollen das auch später noch mit benutzen. Ich habe gesagt, die dürfen es jetzt benutzen, bis wir was eingezäunt haben. Lass uns mal eine halbe Stunde laufen. Da sind jetzt so ca. 2k. Fuel drin. Wir haben auch noch eine andere woanders, die wir im Moment überhaupt nicht nutzen. Noch eine? Ist die weit von hier entfernt? Die könnt ihr von mir aus komplett benutzen. Ja, ist schon ein Stück. Das wäre sehr gut. Magst du mir die zeigen? Ja.
Oder du gibst mir deine Karte oder markierst die auf der Karte. Ja, das, ja, geht. Das geht auch. Ich muss aufpassen, welche meine Karte ist. Da ist er. So. Ja, genau, mit Felix. Bitte? Da ich habe ein rotes Viereck gemacht, da in etwa müsste es sein. Also es ist direkt am Strand um, irgendwo da in der Nähe von dem roten Viereck. Hm. Moment, ich suche. Ich glaube, einer ist von euch eingepennt. Okay, da unten. Ja, alles klar. Nehmen wir auf jeden Fall. Sehr gerne. Danke. Jo. Was mit Nanu? Ach, da hat jemand wohl einen... Der hat einen Disconnect. Okay. Wir machen ihn mal nackig. Ah, da ist schon wieder gekommen. Na, Hauptsache nackig. Aha! Na, was hab ich dir gesagt? Ja, aber es ist nicht ganz so einfach, oder? Von innen schon, so von außen nicht. Ja, von innen. Haha, oh. Okay, du stehst unten, ich renne und springe, oder wie ist das? So, also ich will ja wissen, wie weit du springen kannst, deswegen musst du so genau da stehen bleiben, wo du aufkommst, also danach nicht weiterlaufen. Oh, wahrscheinlich bin ich tot, dann ist es auch egal. Nein, du okay. Kannst nur 3%, also und Sprung! Ich bin gefallen, warte. Ich bin nicht gesprungen. Ja, aber das ist, wo bist du denn schon rausgekommen? Hier, ne? Weiß ich nicht. Könnte ein bisschen Blut im Sand kleben. Also wir haben 3 Optionen, diese komischen Stellen. Jetzt bin ich gesprungen. Au, oh, 4%, genau, du hast gelogen. 4% ja. Und ich bin auf 12 runter. Also entweder müssen wir die Mauer direkt hier hinbauen, also beziehungsweise noch einen Schritt weiter nach rechts. Alles oder so. Wir bauen es um die großen Felsen rum. Ist alles so verschwommen. Ganz schön ein. Oh, guck mal, wie klein du wirkst. Ja, ich bin größer, ich bin größer. Okay, dann klatsche ich hier. Das ist der Move. Dann, ja? Weißt du, was das für ein Felsen ist? Das ist der aus König der Löwen. Andi? Ja, ich halte dich jetzt über den Rand und mache. Ah, Schwindler! Ja, ne, so. Ja, ja. Da baut jemand Mauern. Oh nein, ich bin schon wieder runtergesprungen, ich bin verwundet. Helf mir mal bitte hoch. Ernsthaft? Ja. Wieso bist du denn verletzt oder? Oder wie machst du, machst hier wieder was mit dem Fundament hier drüber, also mit so einer Leiter hier hinten rum. Das könntest du mal probieren. Bitte? Naja, dass wir hier eine Treppe rummachen. Hier, wo der Fels ist. So, dass man das, dass man sozusagen von hier zu dem Aussichtsturm kommt. Ach so. Aber wir müssen erst probieren, ob das da überhaupt hinbauen kann. Ja, warte, ich probiere, okay? Bisschen höher, oder? Ich habe eine Idee. Ach so, du hast eine Idee, gut.
Mal gucken. An der Seite ist es sehr souverän. Wenn man da schönes Geländer oben dran baut. Wenn man jetzt noch, sagen wir mal, so tut. Ja, sieht ganz hübsch aus. Richtig gut. Und hier noch eins vor. Oh ja, nicht, dass du da runterfällst. Das ist ganz hübsch. Eine Aussichtsplattform hier oben. Was heißt da? Ja, einfach nur gucken mal. Schau mal, ob hier jemand rumläuft, ne? Ja. Stellst du oben wir können hier sogar... Das ist total geil. Du siehst eigentlich jeden von hier aus. Lagerfeuer draufsetzen. Also ich fürchte, das sieht hier ganz schlecht aus. Außer ich mache das irgendwie so ganz geschickt, dass ich das so knicke. Dann könnte man an der Mauer anschließen. Ist die Mauer denn hier gut, die hier steht? Oh, wenn man nicht immer runterfallen würde. Welche jetzt? Ich weiß auch nicht, steck im Stein fest. Die hier. Oh, warte mal kurz. Also die eine Mauer würde ich auf jeden Fall abreißen, die hier vorne steht. Hier nicht eine normale Matte zwischensetzen. Das wäre noch eine Idee, ein Aussichtsturm oder so. Ja, das meine ich. Warte mal, ich brauche da was. Ohne zu ertrinken. Ach so. Du hast mal Ansprüche hier. Wenn du ein bisschen weiter nach da gehst. Ja, da warst du. Also das normale Schild ist zu klein. Guck mal, damit kann ich hier vielleicht so einen Ölfleck. Ja, nee, du brauchst was Großes. Dann hänge ich das einfach hier und schreibe irgendeinen Mist drauf. Nein. Und nix darf, Mann. Ja. Ich meine, es ist riesiges. Versuchte damit meine Unfähigkeit zu überdecken. So, und? Oh ja, oh ja. Kann ich hier nur nicht platzieren. Doch. Ich weiß ja nicht. Wer fühlt seinen Zweck? Ist da jetzt eine Kante drin? Das ist viel zu groß. Ich überhängt. Dann weiter hier. Ja, dann überlege ich eher, oder kann ich das... Ah, guck mal. Ich weiß nicht, ob das so rausguckt, wie so eine Planke. Ja, es guckt raus. Meinst du? Oder nee, das da nicht mehr. Okay. Oh, das ist wunderschön. Was? Sternchen. Achso, ja, nein, das ist eine Pizza. Oh. Und dazwischen ist halt so ein... Das sieht irgendwie seltsam aus hier. Brot. Wow. Das sieht schon geil aus.